Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000Best.tv. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von How to Ride a Motorcycle, Motorrad fahren lernen. Diesmal mit dem Kapitel Spitzkern in den Alpen, enge Kurven in den Bergen richtig fahren für euch. Ja, in ihr haben sich schon Dramen abgespielt. Sie hat schon viele starke Menschen zur Verzweiflung gebracht. Viele haben sie genossen. Für viele war es aber einfach auch zu eng. Die Rede ist von der Spitzkehre. Spitzkehre ist ja, für einige ein Hassobjekt, für andere ein wahnsinniger Motorradgenuss. Und damit es für euch nicht länger ein Hassobjekt ist, sondern ein Motorradgenuss, schaut euch das Video an, zieht euch die ganzen Meinungen rein. Wir haben da ein paar sehr profunde Fahrer vor der Kamera, die euch zeigen, wie auch ihr die Spitzkehre genießen könnt und dass das Stilpseil auch von der ersten bis zur letzten Kurve einfach ein lärmendes Motorradfahren ist. Deswegen dieses Video für euch. Vielen Dank. Das Problem ist wahrscheinlich jetzt gerade, wenn du sagst, das ist eine Steigung, also das ist eine relativ enge Kurve bergauf. Jetzt muss er ja im Endeffekt muss er ja dieses Körpergewicht ein bisschen nach außen verlagern. Er muss aber trotzdem schauen, dass ihm dieser Motor nicht abstirbt. Das heißt, das Motorrad braucht eine gewisse Schräglage in relativ geringer Geschwindigkeit und er muss dann noch schauen, dass er seinen Körper irgendwie so ausrichtet, dass der jetzt nicht diese Maschine noch stört oder behindert. Und wenn er jetzt, und ganz niedrige Geschwindigkeit, das heißt, wenn der vielleicht ein bisschen einen Motor hat, der ein bisschen ruppig ist, hat er Angst, dass ihm der ausgeht. Also in Wirklichkeit müsste er mit der Kupplung fahren, ganz fein. Und das wird halt einfach so sein, dass das niemand jemals trainiert hat. Und dann kommt er dorthin, weil er der Leibende ist, möchte aufgefahren auf Stilpserjoch und es fällt ihm auf, dass er das nicht kann. Und wie schwierig das ist, auf einer Steigung umzudrehen zum Beispiel. Na, das haben sie da bei dem VSV, bei dem Verein zur Förderung der Verkehrssicherheit von der Polizei, die haben das ganz leibend gehabt, da hat es eine Kuppe gegeben und du bist nicht über diese Kuppe drüber gefahren, sondern bist so rauf und dann hast du müssen oben umdrehen. In der Steigung drinnen. Na, das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Weil wenn du den Körper neutral drauf sitzen hast, fällst du ganz normal oben durch die Schwerkraft. Das heißt, du musst den Körper nach außen verlegen und das sind einfach so. Na, das ist eine kleine Fahrtechnik-Einheit, die man sich vorher überlegen sollte. Ja. Ein Trailfahrer wird das wurscht sein, ne? Der weiß, wie er damit umgeht. Aber so ein Straßenmotorradfahrer, der halt gern weite Kurven fährt, na, der wird sich dann denken, oh, so leicht ist das nicht. Da gibt es mehrere Komponenten. In die Alpen gibt es viele Straßen, wo der Vorpumpelock rippig ist, aufgebrochen ist. Das ist eine Komponente, die auch vom Anschauen der Bodenstruktur oft schon ein Problem erzeugen lässt. Dann die Steigungen. Es gibt Kehren, die eher flach gebaut sind. Es gibt aber auch Kehren, die sehr steil nach oben führen oder auch umgekehrt natürlich sehr steil nach unten führen. Dann die Vorpumpbreite, das Spitzkehren, wie der Name schon sagt, keine Rundung mehr haben an sich, dass man wirklich in der Lage sein muss, mit dem Motorrad einen sehr engen Wendekreis zu fahren. Gefälle oder Steigung kann sehr angenehm oder unangenehm sein. Normalerweise empfindet man Steigung als angenehm. Warum? Weil es natürlich Bremswege dramatisch verkürzt. Gefälle empfindet man normalerweise eher ein bisschen als unangenehm, weil es natürlich die Bremswege verlängert. Das muss man wissen, dementsprechend mit der Geschwindigkeit halt reagieren. Aber im Wesentlichen geht es um diese Blicktechnik und dass man natürlich in so einer Spitzkehre den Kopf sehr, sehr deutlich drehen muss, damit die Linie auch so wird. Und der Spitzkehre muss man halt schön von außen ausfahren, damit man sich da den Radius ein bisschen vergrößert. Weil ein bisschen größerer Radius bedeutet gleich, dass ich die Spitzkehre vielleicht mit 2 Stundenkilometer schneller fahren kann. Und wenn ich das schaffe, dann kriege ich viel mehr Stabilität. Weil es geht ja hier um ein Gleichgewichtsproblem aufgrund der langsamen Geschwindigkeit. Wir kommen im Kopf bis zum Anschlag dran, links und rechts. Das bedeutet, dass wir für Kurven, die mehr wie 90 Grad haben, locker noch mit der normalen Kopfbewegung zurechtkommen. Bei Serpentinen oder noch engere Kurven, wenn sie mehr wie 120 Grad haben, dann
habe ich, wenn ich den Lenker in der Hand habe, ziehe ich für Rechtskurven auch die linke Schulter ein bisschen vor, dass ich eben weiter durch die Kopfdrehung, weil irgendwo ist ja bei uns bei der Bewegung Schluss mit der Halswirbelsäule und dadurch kann ich den Kopf nicht um 90 Grad dran, also dass ich praktisch über die Schulter rausschauen kann und dann ziehe ich die Schulter vor oder umgekehrt in der Linkskurve die rechte Schulter. Grundprinzipiell anfahren, soweit es möglich und zulässig ist, also nicht bis an den äußersten Rand, am Scheitelpunkt den Kopf weit reindrehen, das Gewicht nach innen verlagern und dann umlegen. Also bei manchen Spitzkehren an engen Pässen siehst du ja völlig bei richtiger Blickführung schon die obere Kehre. Wobei, ich müsste mir jetzt an meine Instruktorenzeit zurückerinnern, wie viele Fixpunkte sich das Auge in der Zeit sucht, aber normalerweise bist du mit dem Blick schon wieder ganz oben. Und dadurch verlagerst du auch mehr Druck auf die Fußraste innen, das Motorrad kippt mehr rein. Für Spitzkehren oder Kehren allgemein brauche ich eigentlich nur zwei Dinge. Das eine ist die richtige Blicktechnik und das andere ist die Kurventechnik drücken. Dieses Drücken ist ja ganz, ganz wesentlich. Wenn ich die zwei Sachen kann, habe ich in der Spitzkehre sehr viel Spaß. Ja, Blicktechnik ist eigentlich das A und O. Also auch beim Kehrenfahren und beim Spitzkehrenfahren, dass man eben mit dem Kopf mitschaut, dass man aufschaut. Wir haben einen Blöckenboss zum Beispiel vor der Haustür und er geht halt, wenn man nach Friaulein fährt, öfters über einen Blöckenboss. Und wenn man halt dann drei oder viermal gefahren ist, dann kennt man die Strecke also als Gast auch schon und dann wird es auch leichter, wenn man halt einfach schon ein bisschen die Routine hat oder ein bisschen Übung kriegt. Ist halt so. Am Anfang geht es bei mir allem auf sehr wenig befahrene Nebenstrecken, dass sie sich wirklich ans Motorrad gewöhnen können, auch an die Reifen, auch an die Kurvenfahrten. Und die schauen mir recht gut zu beim Fahren. Die seien bemüht, meine Linie zu folgen und kommen dann am Abend auch oft und sagen, du Erich, das war jetzt wirklich, hat mir gut gefallen, wie du das und das Problem gelöst hast. Nicht? Das habe ich so bisher nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, bis heute in der Gruppe noch keinen Unfall gehabt. Ist vielleicht Glück, aber vielleicht auch ein bisschen Vernunft. Wir haben bei der Tourguide-Ausbildung wirklich gute Instruktoren gehabt. Routine, selbst die Vorsicht von mir selber, glaube ich, hat ein bisschen mitgespielt. Wie gesagt, Glück brauchen wir alle im Leben. Ich glaube, das monumental Wichtigste beim Motorradfahren im sehr kurvigen und vor allem sehr anspruchsvollen Geläuf, wie es jetzt bei uns in den Alpen viel ist, sind die Basics, die was man ganz am Anfang lernt. Dreh den Kopf ordentlich in die Kurve und fahr die Kurven ordentlich an. Also diese Wissenschaften, die sie betreiben, rund um Hohlaus bis zum gegnerischen Straßenrand oder zur Gegenfahrbahn zum Straßenrand, dann wirst du es schaffen, irgendwie auf der anderen Seite wieder auf deiner Seite die Kurve zu beenden, das ist als Nonsens. Also für mich ist der Mittellinie, sofern es eine gibt, sonst die gedachte Mittellinie, einfach das Ende der Zone, weiter fahre ich nicht raus. Und wenn es noch so eng ist, und dann geht es sich für gewöhnlich auch in engen Spitzkern aus, wenn da was entgegenkommt. Weil da sieht man halt speziell an so Strecken, wie wir vorhin gesprochen haben, Stifserjoch, Gaviapass und so, da sieht man die Leute halt dann meist in den Kern umfallen, weil sie die falsche Linie gewählt haben. Oder einfach erschrecken, weil ihnen was entgegenkommt oder wie auch immer. Der Mensch neigt einfach dazu, dass er zu früh in die Kurve reinfährt. Das ist ein ganz normales Verhalten, weil geradeaus habe ich nicht mehr recht viel Straße, aber in die Richtung habe ich mehr. Und wir wissen jetzt, wenn ich den Einlenkpunkt nach vorne verschiebe, habe ich den Scheitelpunkt weiter vorn, mit dem Effekt, dass ich im Gegenverkehr rauskomme. Und das betont lang draußen bleiben, was halt beim Stilpserjoch mit 48 Kehren auf der einen und 36 auf der anderen, wenn ich das richtig im Kopf habe, da ist es halt ein Thema. Aber gerade beim Stilpserjoch, den größten Fehler, den man beim Stilpserjoch machen kann, ist zwischen Mitte Juni und Ende August dorthin fahren. Mitte September am Mittwochvormittag hast du die Straße für dich allein. Da kannst du dann wirklich in den Kehren fahren. Aber wenn du im August dort bist, dann stehst du eh nur bergauf und bergab. Meine Hausstrecke ist Stilpserjoch. Grundsätzlich vor 9 nach 4, nicht? Weil heim haben wir Ruhe, heim haben wir nicht zu viel Verkehr, heim können wir im Schienen fahren. Nicht? Und ich habe aber die Vorstrecke schon
wo wir zum Joch hinfahren, geht es Schlanders, hau ich noch ein Litz, der Nas, über Schluderns Ohr. Nicht? Dann habe ich schon ein paar schöne Spitzkern drinnen, die aber sehr sanft sind. Und dann sage ich schon, vor das Schien hinter mir nach, schau's mir zu, wie es dir, fahr mal gemütlich, versuchen sie den Kopf hingehen zu lassen, wie wir das Schien umgehen, dass wir einen Überblick haben, dass wir wirklich eine sichere Sache fahren können. Ich muss dazu sagen, ich fahre natürlich, wenn es irgendwie geht, nie die ersten zwei Tage Stilfserjoch. Erst später, wenn sie ein bisschen hingefahren haben. Wenn ich einen Supersportler auf der öffentlichen Straße fahren will oder möchte, würde ich für mich einen hohen Lenker aufetun. Das Problem ist vom tiefen Lenker für dieses Drücken, weil ich muss haben mit von der Geometrie her ist jetzt egal, Supersportler, aber die Tankform, was diese haben, ist relativ breit, dann geht es ja schmal zusammen, wo die Ausbuchtung ist, wo man mit dem Knie, mit dem Oberschenkel sich abstützen kann und da diese Ecken, diese Breiten sind beim Drücken, wenn man den Lenker tief haltet, extrem, dass sie da beim Unterarm reindrücken. Dass man eigentlich, man muss sich dann über den Tank bewegen, dass die Hände auf dem Lenker fast senkrecht sind. Und dann ist aber das Problem, das gefühlvolle Gas geben. Also tiefer Lenker für Spitzkehren erfordert wirklich viel Erfahrung und genauso ein sauberes Drücken, weil ein Supersportler kann das aber auch nicht viel schneller um die Kurven machen. Also bei Spitzkehren, da reden wir nicht, dass da irgendein Motorrad schneller fahren kann als wir anders. Ist ja egal, ob es jetzt ein Chopper ist oder eben eine straßenorientierte Maschine oder eine Tourenmaschine oder eben die Enduros, wie man weiß ich, Varadero, GS und diese ganzen Motorräder. Die sind natürlich wesentlich wendiger. Probieren wir bei einem Straßen, weißt du nur, eine Straßenmaschine, ein Straßenbock, wo man eher am Ring fährt, senkrecht halten, in Lenker bis zum mechanischen Anschlag und dann schieben einen Halbkreis. Und dann stößt du auf den gleichen Punkt der GS um. Oder Afrika Twin, lenk bis zum Anschlag senkrecht und schieb einen Halbkreis, dann stehst du einiges weiter innen. Gehen wir davon aus, dass der BMW-Roller noch nicht optimiert ist für die Berge. Weil sie haben ihn ja für die Stadt gebaut. Aber ich fahre jetzt 5 Jahre in die Berge und sehr viel, intensiv auch. Und ich muss sagen, wenn man ein Motorrad eben kennt, dass man Routine damit hat, dann kennt man die Stärken und Schwächen. Und ich muss sagen, Stilfserjoch mit dem Elektro, wenn ich Luan fahre, ich ein Leihspaß. Weil nämlich kein Verbrenner kann mit mir mithalten. Weil ich brauche ja nicht schalten. Ich gehe einfach von Gas rein, gehe ein bisschen auf der Bremse, dran nehme ich und dann volles Drehmoment beim Wegfahren. Also den Spaß gebe ich mir schon manchmal. Eben, wie gesagt, wenn ich Luan unterwegs bin, dass ich einfach die Verbrenner einfach alt ausschauen lasse. Nicht? Gell? Und das ist dadurch, dass du ja kein Getriebe hast. Du brauchst nicht schalten, du brauchst bestenfalls ein bisschen bremsen. Und du bist hinter der Kurve Drehmomentkönig. Nicht? Weil bis 80 km/h kommt die Doppel-R nicht weg, verglichen mit dem C-Evolution. Nicht? Da ist einfach schneller, fertig. Also auf Bergstraßen, Bekehren, Spitzkehren oder wie auch immer, gibt's einen Trick, den ich immer anwende, der enorm Sicherheit gibt und hilft. Und zwar, wenn man auf die Spitzkehre zufährt, beim Zufahren, dass man den Blick schon, wenn man bergauf fährt, nach oben richtet und sich mal vergewissert, kommt was entgegen oder nicht. Wenn ich diese Information vorab habe, tue ich mir natürlich dann mit der Fahrlinie in der Spitzkehre wesentlich leichter. Am Anfang auf einen ebenen Platz, also nicht gleich in eine Steigung gehen oder ein Gefälle. Und möglicherweise, wenn man irgendwo einen Parkplatz hat, der nach Geschäftsschluss nicht abgesperrt ist, 3 Parkplätze breit. Bei einem Parkplatz bei der Außenlinie reinfahren und dann eine Wende in die Parkfläche machen und beim dritten raus. Und dann soll das Ziel sein, dass man beim zweiten rauskommt. Dass man nur mal das, was ungefähr 2 Parkplätze breit sind, als Wende schafft. Wenn man knapp drüber ist, ist auch okay. Aber auf alle Fälle, wenn ich immer nur mit 3 übe, werde ich am Stilfserjoch auch am weiten Bogen fahren und in den Gegenverkehr reinkommen. Auf
auf jeden Fall Reifen mit einem sehr, sehr breiten Einsatzspektrum. Also da muss eine Gummimischung verbaut sein, die zum einen sehr hohe Temperaturen ab kann und sehr niedrige Temperaturen ab können. Da sind wir im Adventure-Bereich, Trail Attack 3 oder im Sport-Touring-Bereich. Der Road Attack 3, die sind wirklich entwickelt von sehr, sehr niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt bis wirklich zu 30 Grad Streckentemperatur. Also da funktionieren die. Oder sagen wir mal, die prägnantesten, das ist die erhöhte Verkehrslage in manchen Gebieten, die wir dann versuchen, über Nebenstraßen zu umgehen. Und was halt ist, dann sehr anspruchsvolle Strecken. Also wenn ich halt weiß, ich fahre eine Tour, wir haben jetzt zum Beispiel welche mit dem sehr hohen Aufwand an verschiedenen Pässen, schlechten Straßentourstand, die aber extrem landschaftlich interessant sind wieder. Da rechne ich dann wieder mit einem niederen Schnitt und hoffe dann, dass die Leute sich dessen bewusst sein, was auf sie zukommt. Die Überholtechnik natürlich sowieso, man ist breiter. Dann sitzt das Motorrad weiter hinten drinnen, weil es ja schwerer ist. Ne? Also ist in der Kurvenlogik ganz anders, Minderausbeschleunigung und alles, muss man auch sagen. Bremstechnisch auch ein bisschen, weißt du, manche Motorräder fangen zum Pendeln an. Ist ganz interessant, zwei, drei gibt es ja so, weißt du, beim vierten Gang, bei 7000 Touren, gehst vom Gas mit dem Koffer, sieht man genau im Spiegel manchmal, für die Gäste, klack, 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 klack. Fangen sie Pendeln an. Ganz komisch, ich weiß aber, kann nicht tun. Koffer weg, normal, nichts, alles wieder stabil. Deswegen machen wir das Frühstück bei uns schon Viertel nach sieben. Sieben können schon frühstücken kommen, die Gäste. Und dann, wenn du Glockner fährst, von uns weg, musst du um 8 Uhr am Bike sitzen. Weil wegen dem Verkehr und es sind 550 Kilometer, so wie wir die Route ausgearbeitet haben, und das brauchst du. Wenn du ein paar Fotos machen möchtest und wenn du schöne Kurven hast. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, war das überflüssig, dass wir dieses Video machen? Oder habt ihr es auch schon miterlebt, dass in den Spitzkehren sich Dramen abgespielt haben? Also ich muss gestehen, ich habe noch jedes Mal, wenn ich in den Alpen unterwegs war, vor allem am Stilfsee auch, das ist ja so eine magische, mystische Anziehungskraft, habe immer wieder leibende Szenen persönlich beobachten können, wo irgendwelche Leute die Spitzkehren nicht im Griff haben. Vielleicht so ein bisschen Slapstick-mäßig, könnt ihr uns gerne unten drunter da die geilsten Momente posten. Ich hoffe, es ist nichts passiert, aber das ist ja das Gute an diesen Spitzkehren, dass sie relativ langsam sind. Da kann man dann gerne auch über Hopperlas sprechen, wenn sie meistens, so hoffe ich doch, glimpflich ausgehen. Danke fürs Bereichern, danke fürs Mitmachen. Daumen rauf von euch für uns. Das wäre ganz großartig. Tschüss und Baba.